Also bereits heute gibt es ja eine Vielzahl von digitalen Anwendungen. Und Digitalisierung wird auch in den nächsten Jahren Diagnostik und Therapie weiter vorantreiben. Das ist etwas, was auch die Versicherten von uns als Techniker Krankenkasse erwarten, nämlich dass wir hier die neuen Möglichkeiten für sie nutzen und erschließen. Und deswegen möchten wir auch als Krankenkasse nicht anderen das Feld sozusagen alleine überlassen, sondern wollen hier im Gegenteil Motor dieser Entwicklung sein und treiben deshalb die Digitalisierung auch ganz aktiv nach vorne. Es gibt heute schon eine große Vielzahl von Gesundheits-Apps. Das reicht von Apps, die lediglich medizinische Informationen beinhalten, bis aber auch hin zu Apps, die tatsächlich einen Beitrag leisten zur Diagnostik und Therapie. Für den Verbraucher ist derzeit nicht ersichtlich, ob es sich zum Beispiel um eine qualitätsgesicherte App handelt. Das heißt, hier ist der Gesetzgeber gefordert, nämlich einen Rahmen zu schaffen, klare Kriterien zu schaffen, damit der Verbraucher sicher ist, dass er eine sichere App nutzt. Der zweite Bereich, wo wir den Gesetzgeber gefordert sehen, ist der Bereich der Telemedizin, hier insbesondere der Videosprechstunde. Da haben wir die Situation, dass es unterschiedliche gesetzliche Regelungen gibt. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, jetzt für Ärzte die Videosprechstunde abzurechnen. Auf der anderen Seite ist aber beispielsweise im Arzneimittelgesetz festgeschrieben, dass Verordnungen nur nach einer persönlichen Untersuchung vorgenommen werden können. Also da widerspricht sich sozusagen der Gesetzgeber. Das, was wir uns wünschen, ist eine Klarstellung, bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen hier tatsächlich Telemedizin bzw. Videosprechstunde angeboten werden kann. Anwendungsfelder aus unserer Sicht sind beispielsweise Patienten, die immobil sind, oder aber auch die Situation in der Notfallversorgung. Wir wissen aus Studien, dass 3/4 unserer Versicherten sich Apps nicht nur als Informationsangebot wünschen, sondern eben auch tatsächlich als Bestandteil der Therapie. Und genau da geht auch die Entwicklung hin bei den Apps, nämlich dass man die digitalen Angebote verbindet mit tatsächlich der Versorgung vor Ort. Da haben wir als Techniker-Krankenkasse beispielsweise im Angebot die Migräne-App. Da kann der Versicherte auf der einen Seite ein Kopfschmerztagebuch führen, auf der anderen Seite werden beispielsweise Wetterdaten zusammengeführt und aber auch es findet die Vernetzung statt mit dem Behandler, mit dem Arzt vor Ort. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich, in dem wir neue Angebote entwickeln wollen. Ein zweiter ganz wichtiger Bereich ist die Entwicklung der elektronischen Gesundheitsakte, die wir mit IBM Deutschland als Partner derzeit entwickeln. Ziel der elektronischen Gesundheitsakte ist, dass der Versicherte jederzeit über seine Gesundheitsdaten verfügen kann. So erhalten die Versicherten die bestmögliche Transparenz über ihre medizinische Versorgung. Die EGA, also die elektronische Gesundheitsakte, ist dabei eine Versichertenkarte. Das heißt, sie lebt davon, dass der Patient selber erhobene Daten einspielen kann, zum Beispiel vom Fitness-Tracker oder vom Diabetestagebuch. Und diese Daten zusammenführen kann mit den Daten, die beispielsweise der Arzt erhoben hat oder das Krankenhaus. Jeder kann dabei frei entscheiden, ob er das Angebot einer elektronischen Gesundheitsakte nutzt oder aber auch, wer auf seine Daten zugreift. Daten ist natürlich ein ganz wichtiges Thema dabei, denn es handelt sich um Gesundheitsdaten, die besonders sensibel sind. Wir haben deshalb eine Entwicklungspartnerschaft mit IBM Deutschland und darin unter anderem geregelt, dass die deutschen und europäischen Datenschutzstandards gelten und auch, dass die Daten auf Servern in Deutschland verbleiben.